Heute zu Gast Joaquin von Jojos. So, liebe Podcast-Freunde, wir sind mittlerweile bei Podcast Nummer 6 angekommen mit Gast Nummer 5 und heute zu Gast der Joaquin von Jojos. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Müde, aber alles gut. Mal ein langer Arbeitstag. Alles das gut. Klingt doch schon mal gut. Arbeiten klingt immer gut in dieser Zeit. Das ist wahr. Und natürlich haben wir heute auch die Andrea wieder in der Leitung. Hallo, hallo ihr beiden. Schön, dass ihr da seid. Für unsere Zuhörer, stell dich doch mal kurz vor, was ihr so macht und woher man euch kennen müsste. Also ich bin Joaquin von Jojos. Wir betreiben 2 Filialen in Lingen und Rheine. Wir stehen für gesundes, schnelles Essen. Wir haben 2 Foodtrucks, mit denen wir auch Events unterwegs sind, Streetfood-Festivals, aber auch Firmen-Caterings unterwegs sind oder unterwegs waren, aber unterwegs sein werden. Von daher, wir versuchen die Gastro ein bisschen anders darzustellen, anders zu leben. Wir sind tatsächlich, unsere Filialen sind ja komplett plastikfrei. Wir haben zwar nicht komplett, aber vegane Speisen dabei. Versuchen hier und da ein bisschen was anders zu machen. Den Laden, den ihr in Lingen als erstes übernommen habt, das war meines Erachtens vorher ein anderer Laden, den ihr dann neu umgebaut habt, also auch vom Konzept her umgebaut habt. War das so? Das hieß noch Jojos, blieb noch gleich ein Name. Allerdings bestand das Konzept komplett aus Frozen Joghurt. Und damit haben wir gestartet. Wir sehen das Frozen Joghurt ein bisschen auch als eine gesunde Variante zum Speiseeis. Und aus diesem Konzept haben wir quasi weiter ausgedehnt, dass wir gesagt haben, so okay, dann haben wir halt gesunde, frisch gepresste Säfte, gesunde Smoothies. Dann kam irgendwann mal, unsere erste Mahlzeit war eine hausgemachte Suppe. Dann kam die Pasta dazu. Und so hat sich das immer wieder ergänzt. So zu dem sind wir gekommen, wo wir gerade sind, mit Currys, mit Bowls, ja. Ja, tatsächlich, also ich habe das halt ein bisschen verfolgt, weil ich ja ab und zu bei euch einkehre sozusagen und es war vom Prinzip nie ein Stillstand, es war immer eine Entwicklung des Konzeptes an sich, ja? Und es war immer, oder es ist immer noch sehr herzlich, sehr familiär der Sprung dann von der Mall in Lingen nach Rheine, das war ja sicherlich für euch auch ein großer Schritt, oder? Also ich meine, allein quadratmetertechnisch, glaube ich, ist es dort ja bestimmt ja. Das Doppelte, Dreifache, Vierfache. Ich kann es gar nicht schätzen. Das ist tatsächlich die doppelte Größe, das hast du gut eingeschätzt. Auch die Lage ist eine ganz andere. Wir sind im Untergeschoss vom Lokentor bei knapp 30 Quadratmeter und in Rheine sind wir quasi mitten in der Galerie, doppelt so groß, direkt vor dem Mediamarkt. Das ist schon Champions League-Niveau, woran wir uns getraut haben. Aber wir sind ganz glücklich damit. Also Chapeau, weil ich stelle mir das schwierig vor als junges Unternehmen. Das ist ja schon auch eine große Entscheidung, die ihr da trefft. Aber ihr seid ja ein Familienunternehmen. Du bist ja zusammen mit deinem Bruder, glaube ich, und euren Frauen. Ihr seid, glaube ich, alle irgendwie mit dabei. Ja, das ist richtig. Ohne den geht es gar nicht. Ich meine, ich hatte meine Festeinstellung vor dem Jojos aufgegeben und gekündigt, als meine Frau im 7. Monat schwanger war. Von daher, diese mutigen Entscheidungen müssen, die begleiten uns halt eh und je. Vielleicht ein bisschen Naivität ist auch dabei, das braucht man hier und da. Wer weiß, wo die Reise noch hinführt. Das stimmt. Und ich glaube, die Entscheidung, die ihr jetzt dann getroffen habt, die sind ja auch eine gute Entscheidung, glaube ich, gewesen. Ne? Für euch ist die Corona-Zeit jetzt auch eine Zeit der Veränderung. Ihr habt neue Projekte, neue Ideen, die ihr umsetzt. Ja, das ist auch so. In so einer Krise sind sehr viele Gefahren da, aber auch Möglichkeiten. Und jetzt haben wir von jetzt auf gleich innerhalb 2 Wochen wirklich einen Online-Shop auf die Füße gestellt, auf die Beine gestellt. Wir liefern seit mittlerweile 10 Tage aus und es kommen immer mehr Anfragen, ob wir nicht mittags liefern können. Momentan belassen wir es bei dem Abendgeschäft und dann sind wir auch gut dabei. Das ist schon eine Herausforderung, dass das Essen heiß ankommt, aber auch die Smoothies und Froyo gefroren kommt. Das ist
Das ist knackig, aber das meistern wir wohl. Wir sprechen ja in diesem Podcast so ein bisschen über die Zeit von Corona. Wenn ich mich so ein bisschen zurückerinnere, ich meine, es sind nur 2-3 Wochen, aber wart ihr so mit einer der ersten, die direkt mit einem Online-Shop an den Start gegangen sind? War das schon vorher geplant oder war das relativ kurzfristig umgesetzt? Nein, das war gar nicht geplant. Das war definitiv kurzfristig umgesetzt. Es geht darum, in der Kürze der Zeit nach einer Lösung zu suchen. Also wie Andrea schon vorhin sagte, sie kennt uns, dass wir uns bewegen, dass wir machen, dass wir tun. Und das ist auch ein Beispiel dafür. Also wir stehen da vor einer Situation, dann verbarrikadieren wir uns den Vormittag zusammen und diskutieren wir so, was machen wir, wie machen wir das? Und sobald die Entscheidung getroffen ist, dann setzen wir das um. Und so wurde das Ganze ins Leben gerufen. Wie ist das, wie ist das für Mitarbeiter, die ihr habt? Da weiß ich nicht, wie viele Mitarbeiter das bei euch da beschäftigt sind oder wie funktioniert das? Das ist eine sehr schwere Situation, auch für die. Man hört ja immer wieder, man kann ein Kurzarbeitgeld beantragen, dies und jenes, das ist auch schön und gut. Aber wir machen uns auch Sorgen um unsere Mitarbeiter, weil von jetzt auf gleich müssen sie von 60% oder 67% vom Gehalt dann auskommen. Klar, es ist eine Notlösung für alle, aber das ist auch nicht das, wie das bleiben soll. Dennoch konnten wir diesen Online-Shop auf die Beine stellen, dank der Unterstützung von insbesondere zwei von denen, David und Chantal, die uns sehr unterstützen. Ich meine, alle anderen stehen auch hinter uns und wenn das Ganze noch wächst und wir sie brauchen, werden die auch da sein. Da bin ich von überzeugt. Aber das ist schwierig, aber das wissen sie auch und da müssen alle an einen Strang packen und ziehen. Das stimmt, auf jeden Fall. Mit dem Lieferdienst, da ist es dann so, dass du und dein Bruder das vom Prinzip zusammen macht, also so wie ich das auf Instagram begleite. Mhm. Wir beide sind hauptsächlich unterwegs, aber auch unsere Azubine fährt auch mal raus. Und das Ganze dehnt sich weiter aus. Wir haben mittlerweile, ich weiß noch, die erste Bestellung, die ich dann Richtung Emsbüren bekam, habe ich auch bei der Lieferung bekommen, hey, eigentlich ist das nur Lingen, dies und jenes. Und schwuppsiwupps ja. Haben wir einen Barwinkel und schwuppsiwupps, wo ich in Barwinkel war, kam am nächsten Tag Haselünne und dann kamen 4 Bestellungen in Meppen und dann der Kreis wird immer größer und das freut uns sehr, sprich für Zuspruch. Will aber auch koordiniert werden. Ne? Wenn ich dann gerade auf dem Weg nach Meppen bin mit vier Haushalten, das heißt viele Speisen, viele Getränke, Frozen Joghurt, und dann trudelt die Bestellung in weiß ich nicht, in Bramsche, dann muss ich noch ausliefern, zurück, fertig machen nach Bramsche. Dauert, ja. Ne? Ja. Aber und dann wir geben alles. Kommt das große Einzugsgebiet dann durch, was ihr auf Social Media vom Prinzip macht? Also durch, meinst du das, dass es so ist? Ja. Ja, ich bin überzeugt. Klar kennen die Leute Jojos und wir haben sehr viele treue Stammgäste. Die Unterstützung von Familie, von Freunden, es ist ganz, ganz wichtig. Sei es wie ein WhatsApp-Status, das auf unserem Shop verweist, durch die Bestellungen und das Teilen der Bilder. Aber der Shop ist komplett online. Also uns gibt es offline gar nicht. Offline gibt es nur die Küche, wo wir das produzieren und weiter geht's. Wir erreichen die Leute nur online. Genau. Ja. Ich habe auch gesehen auf eurer Seite, ihr bietet jetzt nicht nur so ein Standard-Essen an, sondern auch ganze Pakete. Also dass dann so ein Romantikpaket ist mit einer Flasche Wein oder was es da alles gibt. Seid ihr da auch direkt auf die Idee gekommen oder wie lief das? Ja, das ist auch tatsächlich unsere Idee. Man kann ja auch zum Beispiel eine Netflix-Karte dazu bestellen. Genau, wenn du Netflix nicht abonniert hast. Und dann hast du, wir stellen uns vor, dass das junge Pärchen sitzt da, das Wetter wird schöner und man will vielleicht 2 Frozen-Joghurt haben. Und was macht man denn abends? Ja, dann noch eine Netflix-Karte. Und dann bringen wir euch die Netflix-Karte dabei. Da waren ganz viele Ideen dabei. Momentan sind wir dabei geblieben, Kerzenschein, dann bringen wir ein paar Kerzen mit, haben wir was für die super Kinder. Kreativ. Ja, mega. Haben wir kleine Spiele für die Kinder, ob es einfach ganz einfache Schiffe versenken, eine Bastelvorlage, damit die Kinder auch beschäftigt sind. Auch für die ist das eine sehr anstrengende Zeit. Richtig coole Ideen, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen in die Glaskugel schauen, wir fragen das jetzt jeden Gast in unserem Podcast, wo glaubst du, wo geht's hin in der Zukunft? Wir sehen ja jetzt schon so ein bisschen, Österreich versucht so ein bisschen die Sanktionen zu lockern.
Bei denen bleiben zum Beispiel aber auch Malls geschlossen. Ihr seid mit beiden Geschäften ja in der Mall vertreten. Wo glaubst du, geht die Reise so hin? Das ist eine sehr schwierige Frage. Das können die Fachleute nicht sagen. Dann werde ich auch die Antwort dazu nicht haben. Dennoch bin ich überzeugt, dass wir nicht, ich hörte letztens den Begriff Corona-Loch. Und das ist kein Loch, das ist ein Tunnel. Am Ende gibt es noch einen Ausgang. Und dann werden wir auch alle durchgehen. Das ist kein Loch, davon bin ich überzeugt. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass nach Ostern sich nichts lockern wird. Von daher müssen wir den Online-Shop weiter ausdehnen und neue Produkte mit reinnehmen. Ich glaube, selbst wenn die Malls wieder geöffnet werden würden, das ist in den Köpfen der Leute. Das heißt, jeder würde diesen Kontakt meiden. Und da müssen wir uns alle irgendwie umstellen. Das, ja, das wird wahrscheinlich. Es ist aber interessant zu sehen, dass die Meinungen da doch ein bisschen in zwei Seiten gehen, weil wir hatten die Olivia vom Avilo hier vor 2-3 Folgen im Podcast und sie hat gesagt, dass sie der Meinung ist, dass die Leute sofort wieder rausgehen. Vielleicht ist es der Verzicht auf. Ich habe so lange auf etwas verzichtet, dass ich sage, jetzt gönne ich es mir und dann gehe ich raus. Ich weiß es nicht. Also ich habe nicht das Gefühl. Nee, ich auch nicht. Also ich glaube auch, dass die Leute so ein bisschen vorsichtiger werden. Also ich rede wirklich rein von dem Bauchgefühl. Ich richte mich nicht an. Wiederum habe ich heute mitbekommen, dass Frankreich das Ganze verlängert hat. Das heißt, auf der einen Seite wird es gelockert und dann wird es strenger. Ja. Wir machen das Beste raus. Ja, glaube ich auf jeden Fall. Du sagtest ja, dass jetzt ihr vom Prinzip ja nur noch online existiert, nicht mehr offline. Ihr habt also vom Prinzip vor Corona gar keinen Online-Shop gehabt? Gar nichts. Wir haben das Thema Caterings ausgebaut. Wir haben online via Mail-Kontakt mit vielen Firmen gehabt, wo wir Menüs hin und her geschoben haben. Und wir hatten tatsächlich zwei Firmen hier aus Lingen, die wir in regelmäßigen Abständen quasi beliefert haben, mittags, was auch sehr gut ist. Aber das alles ist eingefroren jetzt. Ne? Und das war unsere einzige Online-Aktivität. Und wie kam der Gedanke für euch, jetzt brauchen wir einen Online-Shop? Der war recht schnell da, weil jetzt jemand schließt die Tür. Und keiner kommt mehr zu dir. Das war's. So, wie kannst du die erreichen? Ja, klar, ich könnte die alle abtelefonieren und sagen, möchtest du bei mir vorbeikommen? Ist nicht drin. Von daher war Online-Shop quasi die einzige, die schnellere, die effizientere Art, die Leute zu erreichen. Das ist ja im Prinzip auch eine Situation, wo sich keiner darauf vorbereiten kann. Klar hat man mal saisonale Schwankungen in seinem Geschäft, aber von heute auf morgen sagt jemand, jetzt ist zu, Schluss. Ja. Okay. Ist natürlich eine Situation, da hat sich keiner drauf vorbereitet. Nee, das ist auch so. Nee, und auch auf diese Situation erfordert, jetzt haben wir den Online-Shop, der läuft sehr gut. Aber auch da ist ein gewisser Lernprozess. Ne? Ich stelle mich oft vor der Kamera und erzähle, was so geschehen ist, welche FAQs, welche die Fragen von den Leuten. Das ist auch total ungewohnt. Dennoch haben solche Posts, wo ich das erzähle, das 20-fache an Reichweite, was vielleicht ein Bild erreicht. Ja, das ist so. Für mich weiß ich nicht. Ich nehme es gerne zur Kenntnis. Ich arbeite daran. Es ist ungewohnt. Ja, das ist es auf jeden Fall. Ja, das stimmt. Wie wird es denn nach Corona sein? Der Online-Shop bleibt, der Lieferdienst bleibt? Fragezeichen. Da diskutieren wir auch eifrig. Ich denke schon. Ich hoffe schon. Ja, wir sind gespannt. Wir auch. Ja, cool. Cool, dass du für uns Zeit hattest und ein kurzes Gespräch mit uns geführt hast. Erzähl den Hörern doch nochmal, wo kann man euch finden? Was gibt es bei euch, damit jeder, der Jojos noch nicht ausprobiert hat, auch nochmal bei euch bestellt? So, wir sind eine gute Alternative zu den herkömmlichen Lieferdiensten. Wir stehen, also bei uns gibt es momentan im Angebot, es gibt Pasta, es gibt Currys, es gibt Bowls, wir haben frische Smoothies, wir haben Frozen Joghurt, es werden weitere Produkte kommen, sodass wir die komplette Bandbreite von einem Kindergericht bedienen können mit dem Eis beim schönen Wetter, aber auch das schöne Abendessen, was derzeit leider nicht gegeben ist, das Candlelight Dinner außerhalb kann man zu Hause haben. Ja, unser Shop ist www.jojos.shop
und dort kann man diese Pakete bestellen, die du erzählt hast. Aber aufgrund der starken Nachfrage, ich möchte mir das anders zusammenstellen, kann man jenes, haben wir jetzt alle Produkte auch einzeln, sodass man sich sein eigenes Paket bestellen kann. Wir nehmen täglich Bestellungen bis 19 Uhr an. Zwischen 18 und 20 Uhr liefern wir. Das heißt, alles, was im Laufe des Tages bestellt wird, dann geht schon fast immer direkt um 18 Uhr raus. Und dann bis 19 Uhr nehmen wir sie an. Und ja, jeden Tag aufs Neue. Und wie ich vorhin sagte, die Lieferkreise werden immer größer, was auch gut ist. Ja, das klingt doch schon mal super. Auf jeden Fall. Super. Toll. Lieben Dank, dass du da warst, Zeit für uns hattest. Sehr gerne. Ich danke euch. Ja, Freunde, das war unser Podcast, das Emsland bleibt zu Hause. Dieses Mal mit Roarin von Jojos. Vielen Dank dafür. Schaut euch unseren Podcast an, lasst uns Herzen da und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder mit reinschaltet. Bis bald. Ciao. Ciao, ciao. Ciao.